Hallo und herzlich willkommen hier beim Rotarmisten. Wir schauen uns heute die verschiedenen Helmmodelle in der Roten Armee an. 1935 fing die Sowjets an, einen eigenen Helm zu entwickeln. Als Vorbild diente ihnen hierbei der deutsche Stahlhelm und der Adrian-Helm. Während vom deutschen Helm die Grundform übernommen wurde, flossen vom Adrian-Helm die große Krempe vorne und der Kamm mit den Lüftungslöchern ein. Die Nackenkrempe wurde komplett weggelassen und zum Schutz der Ohren wurden große Ohrenklappen entworfen. Im Inneren gab es nun ein Stoffinnenfutter, in vielen Fällen wurden aber auch noch die alten Lederinnenfutter verwendet. 1936 wurde der Helm als gleichnamiges Modell eingeführt. Er wurde ohne den roten Stern auf der Front produziert und ausgegeben. Dieses sollte mehr Tarnung bringen, da der große gelb-gold-rote Stern des Adrian-Helms sehr auffällig war. Trotzdem wurden nachträglich oft rote Sterne aufgemalt und man sieht diese Variante sogar auf Paraden. Dieses Modell wies aber auch einige Schwächen auf. Der größte Punkt dabei war, dass er den deutschen Stahlhelm so ähnelte. Im Dunkeln oder allgemein schlechter Sicht sowie in Stresssituationen waren die beiden Helmmodelle kaum zu unterscheiden, wodurch es zur Verwechslung kommen konnte. Dazu kam, dass die groß ausfallenden Ohrenklappen so weit ausgeprägt waren, dass sie viele beim Hören behinderten und bei einigen sogar ein Rauschen erzeugten, als wenn man sich Muscheln oder die hohle Hand ans Ohr hält. Dieser Effekt wird bei körperlich anstrengenden Situationen sogar noch verstärkt. Er blieb trotz seiner Ablösung 1939 nach einigen Quellen bis 1946 offiziell im Dienst. In dem Zeitraum wurde er aber hauptsächlich im asiatischen Kampfraum bis 1945 verwendet. 1946 wurde dann seine Produktion komplett eingestellt und die Lagerbestände auch nicht mehr ausgegeben. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal.